So, willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 4 mit dem Reflex. Und ja, hier sind wir letztens stehen geblieben in Kingston. Und ihr merkt, ich habe ein neues Headset, man versteht mich jetzt wesentlich besser auch. Und ich habe ja gesagt, wir werden in dieser Folge mal die Kirche erklimmen, um so ein bisschen den Aussichtspunkt zu holen. Nee, mein altes Headset wurde nicht mehr von der PlayStation erkannt. Deswegen habe ich jetzt ein neues. Man kann mich wahrscheinlich auch sehr, sehr gut hören. Ich hatte es mal getestet gehabt. Da klingelt mein Telefon. Ja, nee, und deswegen muss ich mir ein neues holen. Es gibt auch ein Unboxing-Video auf meinem YouTube-Channel, wie ich das Headset auspacke. Das ist übrigens ein Big Ben-Headset. Das Turtle Beach, das ist ein Big Ben Headset, was erzähle ich Ihnen da? Das ist ein Turtle Beach Headset. Turtle Beach PX22. Warum komme ich hier nicht lang? Uah! Und warum fängt es jetzt gerade an zu schütten, wie Sau? Naja. Gut, dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt mal hier nach oben kommen. So. Edward bei Regen auf dem Kirchturm bei Gewitter. Wo ist denn der? Ach, da ist der Aussichtspunkt. Ich kletter auch noch in die falsche Richtung. So, dann synchronisieren wir das Ganze mal. Ja, und sehen schon, es ist sehr, sehr beschissenes Wetter. Aber Kingston ist auch relativ groß wieder, so dass wir uns da wieder ein bisschen umgucken können. Au! Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Haha. Ausrauben darf ich ihn wahrscheinlich nicht. Nein, weil er da in dem Gebüsch liegt. Okay. So. Schauen wir mal, was die nächste Mission für uns bereithält. Ich bin ja immer noch gespannt, ob wir irgendwann mal das Sanatorium finden, worauf Edward ja scharf drauf ist. Oh, das Wetter wird wieder besser, ne? Das ist schick. Das ist mit dem Wetterwechsel haben sie echt gut gemacht. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ich laufe ja einfach mal über die Plantage. Wieso spricht er denn Englisch? Ich habe doch auf Deutsch eingestellt. Naja, gut. Ja. So, dann gucken wir mal. Hier links ist auch ein Synchronisierungspunkt. Gucken wir mal, dass wir den mal. Ob wir den finden. Ich vermute mal, der ist hier oben auf der Kirche oder auf der anderen, ja, auf dem Turm hier. Aber dass die alle Englisch jetzt sprechen hier in der Stadt, ist schon relativ merkwürdig. Naja. So, klettern wir mal ruf. Hallo, was? Edward? Was machst du da? Genau, und ruf da und rauf. So, der Adler fliegt wieder weg. Was macht denn Edward da? Hallo? Hallo? Nicht rumhängen. Ah, nee. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ganze synchronisieren. So, aber jetzt sieht man Kingston mal nicht im Unwetter, sondern eher
sondern eher im schönen Wetter. Es ist ein kleines Dörfchen. Aber so groß wie Havanna ist es auf jeden Fall nicht. Hui. Bam. So, dann gehen wir mal zum nächsten Missionspunkt und schauen mal, was die nächste Mission für uns bereithält. Da ist Adewale. Sprechen wir ihn mal an. Die Handlungsreisende, sehe ich das richtig? Gucken wir mal. So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Ja, lass los, Edward. 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 Oh Gott. Ich muss sie im Auge behalten. Warnung, Sperrgebiet. Ja, super. Ich stehe auch noch auf dem Sperrgebiet. Wie klasse ist das denn? Oh Gott. Wow. Lass los. Lass doch los. Edward, lass los. Oh Mann, ist das hohl. Oh Gott. Ja, ich soll den folgen, aber die stehen doch hier. Ah. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Sen? Ah. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her? Mein Gott. Wie lange ist unser letztes Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Eher 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Okay. Ah, sieh. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Sehr viele Kirchen in Kingston. Sehr viele Kirchen. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälber zum Abendessen einladen. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es noch? Wir sind wow. Schon bald da. Wow. Wow. So. Das sieht bis jetzt ganz gut aus mit der Verfolgungsjagd. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich an der Strafe wie ein Mann. Soll ich ein Mann sein? Wow. Ich finde das abstoßend. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Ah, da ist Sperrgebiet. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen.
Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld, sie. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? So, das ist eine etwas längere Verfolgungsjagd, so wie ich das sehe. Aber bis jetzt klappt das ganz gut. Mach die Augen auf, Bursche! James Kidd ist ja auch ganz schön frech, sind die. Und James Kidd ist ja auch hier mit uns unterwegs und verfolgt die. Aus Anstand, wenn sonst nicht. Anstand? Torres! Ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lass uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde heilen. Hallo, Kletter da. Das Gespräch belauschen. Na, ja, dann wollen wir mal. Hallo. Oh nein! Was? Ah, oh, was ist das? Ja, super. Ich glaube, das war's schon. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Hallo? Oh Gott! Oh, was? Oh Mann, das wird doch gar nicht, das wird doch nichts, wird das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das ist... Ach nee. Das war ja wohl mal nichts. Ich bin noch total falsch abgesprungen. Komm mit diesen Springen da noch nicht klar, wenn man da richtig abspringen muss von den Häusern und sowas. Okay. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Stop! Yes, you! Sie, sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Nein, nein. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. Mann, das gibt's doch nicht. Hallo? Ja, das war's. Das war's. Oh Gott. Mann, bin ich jetzt schlecht. Ja, ich bin da irgendwie im Sperrgebiet. Mir fiel das jetzt gerade erst auf. Ich wusste gar nicht, dass ich hier in so einem Sperrgebiet bin. Ich sollte vielleicht mal das Sperrgebiet verlassen. Dann mal hier lang gehen, weil hier ist es, glaube ich, besser. Somit werde ich nicht gesehen. Sieh, sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Na toll. Das wird doch nie im Leben was hier. Oh Gott! Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Sie haben mich schon gesucht. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich hoffe mal, dass wir dann diese Verfolgungsjagd mit diesen Belauschungen... dass wir die Leute belauschen, dass es dann in der nächsten Folge klappt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.